Biogas, eine Chance für die Landwirtschaft. Wirtschaftsmotor Biogas. Biogas, die Energie künftiger Generationen. Zuckerrüben eignen sich hervorragend für die Biogasproduktion. Sie erzeugen im Vergleich zu anderen Feldfrüchten die höchsten Energie- und Methanerträge pro Hektar. Enge Maisfruchtfolgen können durch Zuckerrüben gut aufgelockert werden. Außerdem besitzt Rübensubstrat gute Fermentationseigenschaften. Es vergärt sehr schnell nach ca. 10 bis 15 Tagen. Sie sehen, Rübensilage besitzt im Vergleich zu Roggen und Mais die höchste Biogasrate. Schnelles Biogas, hohe Effizienz und hohe Ertragssicherheit. Aber die Zuckerrübe muss steinfrei sein. Und dafür hat Strube eine einfache Lösung entwickelt. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Das ist er, der mobile Rübenentsteiner, die Weberwanne von Strube. Und aus der Vogelperspektive sieht das Ganze so aus. Per Radlader und Reinigungsband gelangen die Rüben nun in den mobilen Rübenentsteiner und danach in den Schredder. Jetzt gehen wir unter Wasser, denn hier werden die Rüben entsteint. Einfach und sehr effektiv. Für die Biogasproduktion müssen Zuckerrüben sauber und steinfrei sein. Dafür haben wir bei Strube ein einfaches System entwickelt. In diesem Container wurde Salz in Wasser gelöst. Dadurch erhöht sich die Dichte der Flüssigkeit, Sand und Steine sinken zum Grund des Containers und die Rüben schwimmen oben. Hinter dem Austrag sind die Rüben zu 100% steinfrei. Die steinfreien Rüben nehmen danach ihren Weg zum Austrag. Genauer gesagt, sie werden zum Austrag gepaddelt. Hier der Vergleich vor und nach der Entsteinung. Zusammengefasst noch einmal die Vorteile. Die Anlage entfernt Steine zu 100%. Sie ist sehr mobil und außerordentlich bedienungsfreundlich. Wir sind sehr zufrieden mit der Zuckerrübe in unserer Biogasanlage. Sie ist der ideale Partner zu unserem Hauptsubstrat Mais. Wir verfüttern zurzeit ca. 8 bis 10 Tonnen täglich in Form von Brei. Und die Entsteinung der Zuckerrüben erfolgt über die Weberwanne der Firma Strube. Wir werden in der Kampagne 2010 ca. 5.000 bis 6.000 Tonnen Zuckerrüben hier am Standort verarbeiten. Nach dem Schreddern wird der Rübenbrei direkt in das Lagersilo gefördert. Sie sehen, die Zuckerrübe ist hervorragend geeignet für die Biogasproduktion. Und wie interessant sind Zuckerrüben für Sie?